Über 400 jungen Mädchen, Frauen und Männer aus 14 Ländern der Welt haben in diesem Jahr an der internationalen Folklore-Lawine der Landkreise Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz mitgewirkt. Sie haben gesungen, getanzt, gejubelt und gefeiert. Viele begeisterte Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, die Auftritte in Lübbenau, Drebkau und Senftenberg zu verfolgen. Der Einmarsch in Lübbenau über den Marktplatz zeigte bereits fernab der großen Bühne, welches beeindruckende Potenzial die Teilnehmer der diesjährigen Folklore-Lawine hatten. Die traditionelle Kahnfahrt in Lübbenau war wie immer ein gelungener und für die Gruppen eindrucksvoller Auftakt unserer 14. Lawine, bevor es dann unter großem Applaus im Festzelt an die perfekt einstudierten Auftritte ging. Yeah.
Was bleibt, ist die Erinnerung an drei tolle Tage voller Musik, Tanz und Fröhlichkeit, auf die Gäste und Mitwirkende gern zurückblicken werden. Die Folklore-Lawine hat auch in diesem Jahr dem Publikum wie auch den Künstlern selbst ermöglicht, in Kultur und Tradition fremder Länder einzutauchen. Begegnungen, die unvergesslich bleiben. All dies wäre nicht möglich ohne die großartige Unterstützung der Menschen vor Ort, die dazu beigetragen haben, die Folklore-Lawine erneut zu einem Erfolg werden zu lassen. Sowohl unseren Gästen als auch dem Publikum bleibt ein Lächeln auf dem Gesicht. Dafür ein herzliches Dankeschön.